Ancano, dieses elende Spitze hockt da drin und macht irgendwas mit dem komischen Auge und das finde ich voll gar nicht cool. Glück auf und willkommen zurück. Was ist los? Was ist da drin geschehen? Irgendwas ist schiefgegangen. Winterfeste könnte sich in großer Gefahr befinden. Könnt ihr mir helfen? Winterfeste könnte in Gefahr sein? Seht euch doch um. Ich würde sagen, das steht außer Zweifel. Gehen wir dort hinunter. Wir müssen etwas tun. Arniel, bleibt wachsam. Was ist denn los? Wir dürfen nicht zulassen, dass diesen Leuten etwas passiert. Ich raff überhaupt nicht, was hier los ist, Leute. Ich bin überfordert. Kann mir mal jemand die Situation erklären? Seht euch doch mal um. Natürlich ist es in Gefahr. Hä? Du stehst im Wege. Eisgeist-Invasion. Heilige Schande, die sind aber ganz schön stark, hör mal. Ich meine, die machen nicht viel Schaden, aber die halten was aus. Ich brauche erstmal ein bisschen Heilung hier jetzt. Hab eins. Hab noch eins. Und noch eins weniger. Zweihändig verbessert. Einfach draufhauen. Was macht ihr denn da? Da kommt noch so ein Biest. Was ist mit den ganzen Magiern? Ich höre die nicht mehr. Hey, pass ein bisschen auf. Ich werde euch umbringen, das ich würde ja gerne helfen, aber die bewegen sich zu schnell. Der war weg. Wo ist er denn? Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Ich werde euch umbringen, das höre ich. Entschuldigung. Man kann es doch immer von meiner Axt rumtrennen. So, jetzt ist Ruhe. Wir bleiben hier. Geh zur Akademie zurück und sag dort Bescheid, was hier vor sich geht. Nicht so schnell, ich will lernen. Bleiben. Ich möchte lernen.
Ich kann euch weiter ausbilden, aber für das, was ihr mit diesem Wissen tut, übernehme ich keine Verantwortung. Ist mir doch egal. Bild mich aus und gut ist. Wieso darf ich denn nicht? In dieser Stufe trainiert 5 von 5. Aha. Vielleicht hatte ich es ja 5-mal in der Stufe ein Level-Up damit, oder wie? Seid ihr überhaupt? Gewöhnlicher Seelenstein. Cool. Die sind zwar armselig, aber... ein paar kann man ja trotzdem mal mitnehmen, oder was? Da können wir wieder ein bisschen was herstellen und da freuen wir uns dann drüber. Wichtig ist erstmal, dass wir die Invasion sowas von überstanden haben. Jetzt wollen wir noch mal sehen, ob wir dem Spitzohr nicht die Ohren noch länger ziehen können, als sie eh schon sind. So lange, dass er sich damit den Arsch abwischen kann, ohne den Nacken strapazieren zu müssen oder was. Hallo der Elemente. Hier ist kein Mensch mehr. Hi. Nun, ist da draußen alles in Ordnung? Winterfest ist vorerst in Sicherheit. Ich wünschte, ich könnte dasselbe von uns sagen. Tolfti und ich können versuchen, diese Angelegenheit geheim zu halten. Ihr müsst den Stab des Magnus in die Hand bekommen. Rasch! Warum ich? Ich muss hier bleiben und versuchen, zu Ancano vorzudringen und dem Ganzen ein Ende zu machen. Für diese Aufgabe brauche ich jemanden, dem ich vertrauen kann. Außerdem erscheinen all diese Visionen schließlich euch, nicht wahr? Ja, dann mache ich mich sofort nach Labyrinthion auf. Was? Seid ihr sicher? Der Stab ist dort? Das kann kein Zufall sein. Oh. Wovon redet ihr? Der Erzmagier. Er hat mir vor kurzem etwas gegeben. Er sagte, es sei aus Labyrinthion und ich würde schon wissen, was damit zu tun sei, wenn die Zeit gekommen ist. Dann glaube ich, dass das für euch gedacht war. Ich weiß nicht warum, aber für ihn hatte die Sache etwas ganz Persönliches. Und ich finde, ihr solltet dieses Amulett nehmen. Es hat Savos gehört, aber ich glaube, euch würde es jetzt am meisten nützen. Nehmt das und macht, dass ihr wegkommt. Bringt den Stab zurück, bevor Ancano noch die ganze Akademie um uns herum zum Einsturz bringt. Okay, was wird hier von mir erwartet? Es gibt keine Erwartungen. Diese Akademie ist ein Ort, an dem man Magie ungehindert lernen und ausüben kann. Ich hoffe, ihr teilt alle Entdeckungen aus euren Studien zunächst mit den Mitgliedern der Akademie. So können alle davon profitieren. Gut, das war also nur Akademiegeschwafel. Ich! Das hat ihn voll nicht gejuckt. Der miese Klabauterkopf. Na gut, in dieses komische Labyrinth-Ding will ich eigentlich nicht rein, weil Labyrinth klingt so gefährlich und so labyrinthisch. Muss ich denn da hin? Das sind doch aber alles Nebenquests, hör mal. Aha. Okay, ich würde sagen, wir machen uns hierhin auf, hoffen, dass da kein Drache rumlungert. Und von da aus versuchen wir, dieses Labyrinth-Dingens zu erreichen. Ob das allerdings was wird? Ich würde sagen, querfeldein. Das ist fein. Ui. Labyrinth, wo bist du? Der hat sich wehgetan, heil mich. Was habe ich denn hier schon wieder entdeckt? Hier wollte ich gar nicht hin. Denke ich, ich wollte ja eigentlich mehr nach da. Und wenn ich schon mal hier bin, was haben wir denn hier? Ach, das gehört dazu? Das gehört dazu? Na, sieh mal einer an. Aber irgendwie auch nicht ganz. Das hier ist doch was anderes jetzt. Vergessenes Walch entdeckt. Okay. Da will ich doch mal gucken. Was wir hier schon wieder Vergessenes entdeckt haben.
Hilfe? Nicht rüberlaufen, Lydia. Oh, was ist denn das? Ich dachte, das wären Seelensteine, die nehme ich immer gerne mit. Aber naja, Gott. Das Ding lebt! Ein Bulliger ist das! Verschwinde, du bulliges Ding! Habe ich dich fett bekommen? Ah, schreibe ich nicht an. Ich kann das auch, siehste? Jetzt sage ich dein Kadaver. Jetzt noch zu dir. Du ruheloses Ding, du. Gute Nacht. Hier geht's lang. Ich weiß auch gar nicht, was wir hier uns erhoffen zu finden. Ich laufe hier einfach mal lang, weil ich hier lang laufen kann. Na komm, schlag zu. Die haben wir weggeknittelt. Wir sind die Kniddelkönige. Dein Gold nehme ich mal mit. So, was haben wir denn jetzt hier überhaupt entdeckt? Haben wir irgendwas, was wir vielleicht zu einem Trank zusammenrühren können? Hier können wir doch ein bisschen was zusammenrühren. Was habe ich denn sonst noch? Tetraherzen habe ich auch so einige. Ich knall einfach alles zusammen, was ich so finde. Hat jetzt nicht unbedingt viel gebracht, das gebe ich zu. Aber darum ging es ja auch gar nicht. Boah, zieht euch das Tor rein, wie es mich eiskalt blockiert hat hier und gesagt hat, nee, der Peter, der kommt hier nicht rein. Jolt. Jolt und ein Schauerschrange. Oh Mensch, was ist denn das hier dauernd mit den Fallen, hör mal. Oh shit. Geh weg! Ab in deine Ecke. Ich glaube ja wohl, es hackt, mich hier so zu erschrecken. Kannst dich nicht verstecken, mein Freund. Oh, der Hund. Oh, lol. Ich hab mich doch gerade geheilt. Oh, jetzt weiß ich auch warum. Guck mal, wo der Pfeil hingegangen ist. Das ist natürlich eine recht tödliche Zone. Bei einem männlichen Mann. Jetzt dürfen wir hier nochmal von vorne anfangen. Na, das ist ja nett. Hä? Na, wenn ihr das sagt. Ach, glaube ich das doch gerne. Hab dich mitgenommen. Ich! So. Verrecken? Sollst du, du Hund. Wie wär's, wenn du mich einfach mal anschlagen würdest? Ich will gerne ein bisschen Blockenkraft haben. Also mach ich dich mal wütend. Schlag zu! Entschuldigung! Na gut.
haben wir halt keinen Spaß mit Blocken. So, hier unten ging's lang, wenn ich mich recht erinnere. Scheiß auf das Gold, hör mal. Scheiß auf das Gold. Ich! Tja, wie ich sie alle gefrostet habe. Kannst gleich liegen bleiben. Ja! Brauchst hier gar nicht rumkrakehlen. Schlag mir einfach auf die Axt, dann bin ich schon happy. So. Ey. Wir sind beim letzten Mal direkt durch die Tür gegangen. Wir wissen aber gar nicht, was hier noch ist. Deshalb gucke ich hier mal schnell mit vorbei. Oh, hallo. Die Geschichte von irgendeinem Steinsänger. Oh, guck mal, da kriege ich hier Taschendiebstahl voll drauf gedroschen und überhaupt. Das also nennt man ein Schriftstück mit äußerst vielen, vielen Buchstaben. Es hört ja gar nicht wieder auf. Na also, hör mal. So, das war ja eine ganz neckige kleine Zelle. Ich habe mir mal 3 Münzen eingesteckt. So, jetzt tun wir mal wieder ein bisschen was für unsere Alchemie-Kenntnisse hier, hör mal. Immer schön 2 Sachen zusammenrühren. So. Da haben wir beim Alchemie nämlich auch gleich noch unsere Kenntnisse aufgebessert. Die Lehrlingstüre. Die mich nicht reinlassen wollte. Was mir aber wieder mal am allerwertesten vorbeiging. Feuer! Keine Chance hast du gegen mich. Ich bin der Zerstörungspet. Oder so. Danke für die Münzen, das weiß ich zu schätzen. Jetzt kommt hier gleich wieder der Oberlümmel. Entschuldigung, Oberlümmel. War das nicht? Boah, utsch. Lydia, hat er dich auch umgepustet? Ich hab'n geschockfrostet, vorwärts. Verbessert. Und den Kerl niedergeknüppelt. Gold her, Bolzen her. Nochmal lasse ich mich nämlich nicht von dem killen. Was hast du in der Kiste? 15 Gold? Ich glaube, hier will ich nicht runter. Das sieht irgendwie ein Tick zu endgültig aus. Aber wie es aussieht, muss ich da runter. Na, herzlichen Dank. Stab der Auslöschung, boah. Boah, noch so ein Todeslümmel. Ich!
Jetzt ist Ruhe. Oh. Entschuldigung, falsche Taste. Lydia, mir geht's soweit gut. Ich hab ihn gekriegt. So ein Todesfürst kann mich doch nicht aufhalten. Nicht mehr zumindest. Gib mir mal dein Gold. Jetzt gucken wir, was hier oben noch vor sich geht. Ah, hier geht's nach Himmelsrand raus. Mal sehen, wo wir hier rauskommen. Das war ja eine ganz spannende Sache jetzt. Jetzt stehen wir wieder hier in dem Ruinenfeld. Das war wirklich eine recht spannende Sache. Aber ich würde sagen, für heute ist dann auch Schluss. Ich hoffe, die Lydia findet mich demnächst. Und wir verstecken uns jetzt hier und beim nächsten Mal geht's an dieser Stelle weiter. Danke und tschüss. Lydia, du hast's drauf.